Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme Battlefield 4. Ich bin's wieder, der Sperros. Diesmal ohne den Tobi. Der musste gehen. Und deshalb werde ich jetzt hier erstmal alleine weiterspielen. So. Finde Irish. Okay. Was sind denn das hier so für Räume? Hier ist ja gar niemand drin. Was machen denn die da vorne? Warum das? Keine Zündkerzen. Seemänner. Die Motoren, als ob das EMP traf. Die wurden nie abgeschaltet. Ach, hat jemand den Schlüssel verloren? Was hatten die EMP für eine große Reichweite? Hallo, wo soll ich denn hier lang? Vermutlich hier lang, weil es da drüben nicht lang geht. Ah, hier ist ein Punkt. Tür öffnen. Ui, Sonne. Klares Wetter und Fernwärter. Vor 100 Jahren hätten wir sie am Arsch gehabt. Heute sind wir Blindfische. Diese scheiß Chinesen. Wir wissen nicht, ob sie Chinesen waren. Willst du wetten? 100 Mäuse, dass sie es waren. Wenn wir uns mit der Titan treffen, wissen wir es mit Sicherheit. Hey, Station 6! Seht ihr was? Wir sehen nichts. Ui, ist das da vorne eine große Wolke? Meinst du wegen der Möwen? Wir können immer noch auf die altmodische Weise navigieren. Hat Ja. Garrison die alten Karten schon rausgeholt? Zurück an die Arbeit! Wenn die Technik nicht funktioniert, dann ist schon Kacke. Ohne Scheiß, die müssen glauben, wir werden abgetaucht. Ist doch erst ein paar Tage her. Die wissen bestimmt vom EMP und dass wir irgendwann wieder online sind. Hä? Was, wieso, wie lange brauchen denn die, um die Technik wieder zum Laufen zu bekommen? Jeder, der Mandarin spricht, meldet sich umgehend beim Befehlshabenden. Da muss ich leider passen, ich habe keinen Plan von Mandarin. Okay, das EMP hat uns Ah. übel erwischt. Sergeant, der Tag ist noch lange nicht vorbei. Okay. Trevor, gehen Sie mit Ihren Leuten runter zu den Generatoren auf L4. Die Hydraulik steht still. Ihr müsst die Zuleitung überprüfen und die Abflüsse. Verstanden? Ich glaube, hier muss ich aber Als nichts nächstes machen. müssen wir die Klimaanlage und Ich die gehe einfach Filter mal ganz weiter. einbringen. Team Powers, ihr kümmert euch drum. Fangt mit Der Abschalten Pfeil zeigt jedenfalls nach Norden. Ah ja. Ein Soldat hier. Nein, hier muss ich anscheinend nicht lang. Da vorne geht's auch nicht. Also gehe ich mal hier lang. Okay, wir treffen ein anderes Schiff. Wrecker, leg Irish an die Leine. Ihr Clowns bringt die halbe Stadt mit an Bord und macht uns zu einem Auffanglager für Leute, die uns einen Dreck angehen. Sie sind der Feind, verdammt. Naja. Das Problem wird wohl bald an die Titan weitergereicht. Dann hast du es nicht mehr an der Backe. Ja. Dem medizinischen Offizier stehen nicht genügend Blutkonserven zur Verfügung. Es müssen noch zahlreiche Verwundete versorgt werden. Ja, Blutspender, aber ich habe gerade keine Zeit. Wie Ah, kriegst du hier das vorne Ganze sind hin? ja die Verbündeten. Ah. Unsere alten Bekannten wieder. Jan hat vor einigen Minuten gesprochen. Aber die Kopfverletzung könnte schlimmer sein als gedacht. Ja, geh mal vorbei, ich will Sie hier können auch hier nicht lang. rein, Ma'am. Sind Sie verrückt? Mein Mann ist da drin. Tut mir leid. Lassen Sie mich rein. Wer hat hier Ja. das Sagen? Bitte treten Sie zurück, Ma'am. Sie ist auf unserer Seite. Lasst sie durch, Leute. Hey, was ist denn jetzt los hier? Na, also geht doch. Sie müssen eine CT machen. Vielleicht hat er intrakranielle Blutung. Dazu fehlen uns die Mittel. Der Großteil unserer Ausrüstung wurde vom EMP zerstört. Wir Ja, wollen das uns mit ist der Kacke. USS Titan treffen, dann können wir deren Einrichtung nutzen. Ma'am, bitte, ich behalte Ihren Mann im Auge. Ich bleibe. Ich habe eine medizinische Ausbildung. Gut. Ich nehme jede Ja. Hilfe, die ich kriege. Bewusstlos, gar nicht gut. Irish sucht nach dir. Er ist auf dem unteren Fahrzeugdeck. Habt ihr euch endlich wieder vertragen? Ja, keine Ahnung, wo der Irish ist. Ach so, offenbar noch in. Ja, mit dem Vertragen. Ja, hier geht's anscheinend nicht lang. Wo muss ich denn jetzt hier bitte lang? Hier geht's nicht durch. Das Ganze ist auf dem Tag. Ah, der macht die Tür Wenn auf. Irish checkt, wo Schön. Krieg aus ist, kann er uns angreifen. Wir wären tot, bevor wir es überhaupt merken. Hoffentlich ist es nicht so schlimm, wie es aussieht. Ja. Ohne Einrichtung, Radar oder so ist schon Kacke. Wenn wir auf der Titan sind, wissen wir es mit Sicherheit. Ja. Die Hui, das ist ja geil. Kontrolle.
Aber Flugzeugträger sind doch inzwischen auch altbacken. Die hat man doch in jedem zweiten Spiel dabei. Irish ist voll in Ordnung. Bringt uns immer in solche Situationen. Das letzte Mal in Crisis oder so. Ich kenne mich da nicht so aus, aber ich weiß, dass Flugzeugträger ziemlich oft in letzter Zeit in Spielen waren. Aber okay, es ist was ganz Mächtiges, was Großes. Aber ich lasse dich hier mal labern. Wieso war es meine Entscheidung? Ah, da ist er ja. Hey, was geht, Kleiner? Hier für dich. Oh, ist das ein Riesenapfel? Das ist ja ein Riesenapfel, ey, das ist... 396 Überlebende. Größtenteils Frauen und Kinder. Schön. Das haben wir gut gemacht, oder? Keine, die kämpfen können. Ja. Hey. Komm schon mal, du glaubst doch diesen Season der Feindscheiß nicht. Nein, natürlich nicht. Nee, der Feind nicht. Aber nicht du hattest das Kommando. Dann hat es Wrecker übertragen. Ach, komm schon, Peck. Worum geht's hier überhaupt? Das Richtige zu tun oder um das Scheißprotokoll? Ja, das ist immer die Frage. Sollen die da oben klären? Ich red mit Garrison, wenn's ein Problem gibt. Nein, nicht du, sondern der Squadleader. Hm. Die Feldbetten? Coole Dinger. In idealen Umständen kann man kaum 400 Flüchtlinge auf diesem Schiff aufnehmen. Ach was, die passen doch hier alle locker rein. Dann ist es halt so. Es war das Richtige. Ja, schon, aber ein paar Soldaten wären auch gut gewesen. So, Männer. Ah, ja, ist das hier eng in so einem Schiff und überall diese Stahltüren. Aber es ist ja ein Kriegsschiff, alles zur Sicherheit. Ui. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ui. Nicht zu fassen. Was ist das? Die Titan? Das ist nicht gut, Peck. Nein. Tombstone! Oh, zum ja. Geier ist Tombstone! Ja, wir sind hier. Wrecker, holen Sie Ihre Männer zu mir! Unterwegs, Sir. Komm, Wrecker. Ja, los, Mann. Geh doch von der Treppe da weg. Da kommen wir doch gar nicht hoch. Ja, das Schiff, das ist nicht mehr zu gebrauchen. Aber immerhin schwimmt's noch. Es geht nicht unter. Hm. Also Lagebesprechung. Was steht an? Knapp auf der Titan. Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie im Meer versinkt. Ja. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommt. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant Wrecker. Agent Kovic übernimmt die Führung. Seine Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, Wegtreten. Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst einem Squadleader. Ich schaffe Platz für Überlebende. Die Valkyrie geht in Defensivposition, 1 Kilometer östlich der Titan. Agent Kovic, lassen Sie antreten. Okay. Wir durchsuchen die Titan nach Intel und Überlebenden. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Gut. Erstmal hier wieder den Kasten öffnen. Was haben wir denn hier so? Scharfschützen wie immer mit rein. Hallo. Was nehme ich denn hier? Die Farmers? Naja, ich weiß ja nicht. Eigentlich nehme ich das Ding hier lieber, wenn man jetzt sich die Stats anschaut. Kompensator, Lampe. Das Ding hat halt keine Lampe. Ich weiß nicht, ob eine Lampe gut wäre. Und das Ding hat auch noch ein Fernsehdings da. Haben wir irgendwas mit Granatenwerfer oder so? Hm. Schwerer Lauf. Haben wir nicht irgendwas, wo Granatending dran ist? Rundgriff. Gut, ich nehme einfach mal die Farmers, obwohl sie weniger Stabilität hat. Ich mag einfach mal probieren, was die da noch so für Sachen drauf hat. Lampe ist vielleicht ganz praktisch. Sniper nehme ich nicht. Ey, nein, Farmers. Und Sniper. Schrotflinte werde ich dann vielleicht später noch auswählen. Wenn ich sie brauche. Ich frage mich, wann ich hier mal ein paar LMGs bekomme. Die Dinger sind cool. So, Sprengstoff gibt's keinen. Oh. Ah. Das ist also Farmers.
Ich habe ein Rip klar gemacht. Los! Wir sind die Trottel vom Dienst. Lass es, Irish. Wie immer. Aber wir sind die Profis. Beeilung, Marines. Die Zeit ist gegen. Da hinten ist doch das Schiff. Ach so, wir haben ja hier. Muss ich jetzt hier ans Steuer oder so? Hallo, einsteigen. Na also. Keiner weiß, was hier los ist. Aber das ist eure Gelegenheit, Licht in die Sache zu bringen. Vermasselt es nicht. Ja, wieso redet er von uns? Der ist doch auch mit dabei. Hier geht's nicht nur um die Valkyrie, Junge. Und los geht's. Hier wäre ich beinahe gelandet. Wie lange dauert es wohl noch, bis das Schiff untergeht? Was mit dem Heli? Was genau suchen wir eigentlich, Agent? Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Ja. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Ist ja nicht besonders toll. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir! Was wackeln die da vorne so? Ich genieße die Fahrt, wie ich es tun soll. Na, wenn kann ich den Irish ja schon verstehen. Außerdem finde ich ihn cool mit seiner Mega-Kanone, die der immer dabei hat. Wo steckt die Crew verdammt nochmal? Mein Gott! Sieht euch voller Wasser! Klopft ihr! Ja, dann stopft mal die Lecks. Irgendjemand hat sie erledigt. Komm, Sir! Wo müssen wir hin? Kommt hier rein! Kadrumo und Kaisi! Sucht nach einem Loch im Rumpf oder so! Loch im Rumpf? Naja, da läuft Wasser rein. Das sieht doch schon so danach aus. Da! Ein Loch im VGP! Ich hab solche Schäden schon mal gesehen! Pass auf! Die Titan wurde nicht vom EMP in Shanghai getroffen. Sie haben mehrere Stunden lang Berichte gesagt. Ja, verstehe ich schon. Hallo, hochlaufen. Na also. Oh, kriechen. Na komm, kriech weiter. Taschenlampe? Na, Taschenlampe ist schon gut, oder? Ja, was sagt ihr? Ja, Taschenlampe war gut, dass ich das Ding hier gewählt habe mit Taschenlampe. Irgendwann wird sie runterrutschen. Dann sollten wir lieber nicht mehr hier sein. Und der VDR auch nicht. Was ist dieses VDR-Ding? Das Ding, was Informationen sammelt, oder was? Pass auf, wo du hintrittst. Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrollzentrale. Such okay. Nach der G46. Durch die kommen wir... Sind hier keine Überlebenden? Okay, wo ist sie? Bisher noch kein Feindkontakt. Wrecker hat sie. Was habe ich? Ach, hier, ja. Hier ist eine Luke. Und? Ja, warte, na komm. Aufmachen. Und, ja. Ui. Du kannst schwimmen, oder Marine? Ja? Wir tauchen bis zum Mitteldeck, da müssen wir über Wasser sein. Also los. Gut, kriege ich. Ach, wir haben doch auch so eine Maske, oder? Du hast das Arschloch gehört. Bring rein. Und den haben wir gerettet. Naja, so schlecht finde ich den jetzt nicht. Komm, setz die Maske auf. Hey, Maske aufsetzen, habe ich gesagt. Na komm, schwimmen. Hallo, kann ich nicht steuern? Ah, na also. Vorwärts bewegen, wenden. Okay, gut. Erreiche die SK-Zentrale. Naja, hier ist eigentlich recht ruhig im Wasser. Ganz angenehm, mal so ein wenig entspannend hier im Wasser rumschwimmen. Taschenlampe? Können wir hier eine Taschenlampe? Na, die macht keinen Unterschied. Uiuiui. Die sehen nicht gut aus. Hier brennt's, aber im Wasser brennt zum Glück nichts. So, wie weit müssen wir hier denn noch schwimmen? Irgendwann geht doch die Luft aus. Ah, da geht's nach oben, wie es scheint.
So, und Kopf hoch. Hallo. Hey. Ach, mit H, mit der Leertaste geht's nach oben. Hallo. Welche Taste muss ich denn jetzt drücken, um rauszukommen? Hä? Blicke ich's gerade nicht, oder was ist das hier? Ich gehe doch hier nach oben. Wo sind denn die? Die sind da vorne. Wieso komme ich da nicht raus? Ah! Eieiei. Also die Steuerung, so ganz verstehe ich das noch nicht. Hey, hört mal. Überlebende? Könnte mechanisch sein. Wir müssen weiter. Das Wasser steigt schnell. Durchaus. Aber hier ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Die 15 Minuten sind rum, also bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. War natürlich ganz episch hier auf dem Schiff. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Diesmal gab es ja nicht so viel Schießerei, aber das wird bestimmt noch alles nachgeholt. Also wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin verabschiede ich mich. Tschüss.